Warte, ich fahre. Ich fahre. Du? Na, das sieht doch aus wie die Karre von einem Psycho-Killer. Astrein. Fahr damit zum Bloodshot Dam. Und dann hupe nochmal, um reinzukommen. Ja, moin Leute und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Borderlands. Bla 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 bla. Ja, was ist das? Könnte 9. sein. Schnauze halten, ab geht's, Part 9. So besser? Ja, das Doofe ist, du, ich habe heute richtig gute Laune. Beziehungsweise bei der Arbeit hatte ich sie noch, aber ich schaffe es leider nicht, die Laune, die ich bei der Arbeit habe, in ein Video zu übertragen. Wenn ich das machen würde, würde nur Chaos dabei rauskommen. Ich würde ganz viele Abonnenten verlieren, ganz ehrlich. Also ich habe manchmal da Abticker bei der Arbeit, die auslegen. Bei der Arbeit! So viel Witze auf einer Arbeit noch nicht gesehen. Die da! Weißt du? Solche Sachen zum Beispiel. Sprich dich aus. Klopf, klopf. Ich fresse dabei meine Premium-Joghurt nebenbei. Kann man sich übrigens bei EA kaufen. Echt jetzt? Das war ein Scherz. Bin echt jetzt? Was denn? Ein Scherz. Ich glaube auch nicht. Nimm damit. Oh, Physics. Liebe Physics. Ich hab's ausgemacht, damit es flüssiger läuft. Ich hab's angelassen, damit es geiler aussieht. Wer braucht schon hohe FPS in einem Shooter? Scheiß drauf. Hauptsache Physics sind drinne. So sieht's aus. Zumindest in dem hier. Na, wie viele Waffen hast du dir denn schon editiert, hä? Null. Null? Ich hab das Programm noch nicht drauf. Das liegt auf der Festplatte von meiner Mutter. Hoppala. Nix gut. Das denn? Scheiße, tut mir leid. Big D. Batmo! Oh, nicht Big D. Schade. Nee, Big D nennen wir bei uns einen Arbeitskollegen. Er sieht aus wie ein Zahnstocher. Deswegen nennen wir ihn Herkules oder Big D. Und seine glücklichen Zwerge. Kein Scheiß jetzt, eher, der Typ ist ein Zahnstocher. Wandelnder Zahnstocher. Ich wow, wo kommt der denn her? Ja, wie soll ich's? Die Gegner schon wieder nicht sagen, wir haben jetzt ein Problem. Warum? Ja, wegen Gegner und so. Und keine starken Waffen. Lass mir den doch wenigstens, du Affe! Willst du die Schnauze halten? Mann! Aua, aua, aua! Ich wollte gerade mein Stim aktivieren. Ich habe viel zu viel Teilfall gespielt. Was wolltest du? Stim aktivieren. Ja, die Fähigkeit, wo man schneller läuft. Ja, ich weiß schon. Merk das schon. Ich habe noch eine Explosionsschaft, ganz fällt mir gerade ein. Ach ja, wir spielen übrigens auf das Leitung, deswegen ruckelt das so stark, weil die hat echt eine Müll. Also eine Müllleitung. Ja, es ruckelt, ja. Es ruckelt. Wenn dann liegt es höchstens an deiner Grafikkarte. Nein, nein, ja. Ich zuckel ab und zu ein bisschen durch die Gegend. Also. Müllhost, ändern wir gleich. Ja, klar. Ja, komm her, komm her. Fettmo. Jetzt bin ich auch im Arsch. Halt drauf, was Zeug hält. Problem ist, er verschwindet gleich. Nee, nee. Draufhalten! Draufhalten! Scheiß Schild geht mir auf den Sack, das soll ich voll Schaden reindeppern. Jetzt ist gut. Oder weniger, die Hälfte hat getroffen. Nein! Scheiße, nein, nein, nein. Komm, das schaffst du doch noch. Komm schon! Nein! Komm. Ey, das ist doch nicht wahr, ey. Fuck, wo ist mein Ficker, Wecker? Mein Ficker? Ja, mein Ficker. Den brauche ich. Den brauche ich zum Uhren. Also, ich brauche den auf jeden Fall. Du meinst wohl ja, ne? Was? Na, deine Freundin Juliane. Wie heißt sie Juliane? Mich meinst du, glaube ich, Lisa. Oh, nicht schon wieder, ey. Was macht sie eigentlich? Lisa hat mir letztens noch wieder angeschrieben. Von wegen, hey, wir telefonieren nicht so viel, du hast nicht so viel Zeit für mich. Ich so, ich hab für niemanden Zeit. Außer mich. Gerade für dich nicht. Ja, das ist eine Leitung, fängt an zu krüppeln. Wir gehen auf meine Leitung über, weil ich hab eh eine bessere. Jetzt, ja. Echt jetzt? Ja. Na gut. Warte, das habe ich jetzt verdient. Ja, das kannst du haben. Das ist so ein, nee, da stehe ich überhaupt nicht drauf. Ich will, wie gesagt, Explosionskäse haben. Das Tor war doch eben gerade. Na egal. Unten. Oder habe ich mich da versehen? Was ist das für ein Krüppelgewehr, ey? Mein Fass. Bei 6.
Wie gesagt, keine Physik. Physik. Physik von Dida. Dida! Dida, die geile Sau, da! Wieso hab ich eigentlich noch so wenig Leben? Dida ist ein richtiger Arschficker, Alter. Das Schöne ist, wir haben heute herausgefunden, Dida, ne? Der Nichtskönner hat einen Metallmeistertitel. Bist du drin? Sehr gut. What? Ja, der hat Meister. Im Metall. Wir haben es totgelacht. Wo hat er den gekauft? Weiß ich auch nicht. Wir haben schon drüber gewitzelt, dass er in Wirklichkeit sein Polo und so weiter, das ist alles so Tarnung. Wenn er nach Hause kommt, ne, dann stellt er sein Polo in Schuppen rein und guckt sich erstmal sein A6 wieder an, womit er dann abends fahren wird. Vor ins Haus geht, zieht er sich dann seine Maske ab und sagt, hi Schatz, mit so einem Adonis-Körper. Ja, und sobald er dann zur Arbeit fährt, ne, zieht er wieder seine Hessler-Maske auf. Sieht er wirklich so schlimm aus? Und, das ist bildhübscher Mann. Ist das. wenn du den siehst, dann denkst du dir nur so. Und ich hab mich über mein Aussehen beschwert. Wirklich so grausam, ey. Ey Julian, hier werden wir jetzt wirklich brachiale Probleme bekommen. Warum? Hey, Medikids! Warum? Warum? Gespräch. Lieber Roland, es ist nicht zu übersehen, dass die Bloodshots, die ihr bekämpft, brachiale Feuerkraft haben. Wenn ihr eine Chance gegen sie haben wollt, werdet ihr euer Arsenal aufstocken müssen. Ihr könntet eure Männer mit hochwertigen Waffen aus meinem Laden ausrüsten. Kauft bei mir ein und diese Bloodshots sind in 0,x tot. Wie schlecht das gemacht ist, oder? In einer Reihe hier. Als wenn es ernst gemeint wäre. Ja, mit Sicherheit. Kommst du? Für die fertige Musik. Ich fresse gerade meinen Premium-Joghurt. Von EA. Programmiert von DICE. Joghurt. Programmiert. Ja. Ja, ich sag einfach zu gar nichts. Deswegen die fotorealistische Grafik. Und dieser unglaublich echte Geschmack. Kannst du dich selber noch nur für ernst nehmen? Aber es sind haufenweise Bugs drin, das ist nicht mehr schön. Fruchtstücke sind Bugs. Schmeckt auch nicht so gut. Was meinst du mit was meinst du mit ernst nehmen? Lass ihn, wir müssen unbedingt Nebenquests machen. Nee, ich denke nicht. Ich muss einfach nur mal ein paar Waffen zusammenfummeln. Nein! Mach du! Kein Thema! Weißt du, er ist voll verreckt, ich komm einfach bum 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 tot. Als wenn's nichts wäre. Sie hat übelst Rückschuss, Alter. Jo, wahrscheinlich, oder? Wow, wahrscheinlich! Meine Waffe sollte halbwegs ausreichen. Wow. Opfer, weißt du, dein Typ ist echt, also ist ein Opfer. Warum meiner? Scheiße, warum kriegen wir hier so fett auf den Sack? Ich heb hier Waffen auf, die ich nicht benutzen kann. Wir sind Level 10 und die sind Level 12. Deswegen sag ich, am besten wir machen gleich mal eine Kistentour. Nein, ja, scheiß drauf. Nee, das müssen wir machen. Scheiß drauf. Wirklich machen sehr relevant, wir zukunftsrelevant. Zukunftsrelevant? Wegen Hartz IV und so. Arbeitslosengeld. Nee. Abschluss und so. Ist ja für andere ein Fremdwort, sowas wie Abschluss kennen die ja nicht. Was? K1? Ich wollte eigentlich gerade sagen Sonderschule, aber gut. Sonderschule? Die machen gute Musik. Was? Sonderschule. Was ist das denn? Wie gesagt. Für mich sind das Menschen... Nee, Sonderschule. Die heißen so. Echt jetzt? Ja. Oh Gott. Ja, wusste ich. Spasti. Wäre das normal. Aber wir leveln natürlich wie die Blöden. Mach's ihn kalt? Ich versuche es. Ich treffe auch seine Drecksbirne nicht. Warte mal, weißt du was? Was denn? Mann, hör auf nachzuladen, verdammte Axt. Na! Da wollte aber einer ganz spannend machen. Ja.
Sagen wir es mal so, er wollte gerade nicht wiederbleiben, weil ich nachgeladen habe. Die Waffe hat übelst einen langen Reload-Time. Nicht schön. Munition alle, wundervoll. Wird immer geiler. Schnauze. Ja, genau, weißt du, er zieht sich den Kill da eben, oder wie? Reiß ich mir über den Pisser, Alter. Verdammt. Schaffst du schon, oder? Ja, schaff ich. Tatsächlich. Echt? Schaff ich ohne Probleme. Was, warum? Weil ich geil bin. Mann! Oh, Entschuldigung. Schnauze! Irgendwann knall ich dich auch noch irgendwann über den Haufen. Wow! Ja, Level 11! Fick! Bei dir steht Ding! Echt jetzt? Ja! Oh nein, ey. Jetzt kommen die fehlgeschlagenen. Ich hab grad eine Fliege verschluckt. Ja, Monolog, Schnauze! Level up! Das ist mein Monolog. Weißt du, ich hab ja scheiß Badass bei mir. Achso, du bist auch dran. Hi. Krieg zu mir, krieg zu mir, krieg zu mir! Hinter dir! Kann ich aus meiner Deckung raus? Ja, dann bleib da. Warte, ich kann. Schieß das, schieß! Ich schieß auch. Ich hab nur zwei Kugeln zu ballern. Hab ich noch eine Granate? Ja! Granate, Paschwa, Spaghetti. Boom, Baby! Ja, der hatte ja nicht gerade wirklich viel Leben, ne? Schwiss! Schwiss! Ja, wir werden auch mal von hinten beschossen, Julian. Ach so. Ich bin schon von hinten reingespritzt, weißt du? Mann, Mann, Mann. Schnauze jetzt hier, meine Fresse. Boah, der kam von mir. Der war übel. Throw small sides, sag ich dir nur. Oh, nicht so schön. Ja, Ingon kann ich auch nicht mehr. Munition alle. Ich bin down. Was denn? Ach ja, bitte. Wir brauchen irgendwas. Ja. Ich sag, wir brauchen Waffen. Level. Ich sag, ja, tatsächlich, ich wollte gerade sagen. Oh Gott, nein! Goddammit! Hast du die Geschütze oben schon ausgeschaltet? Nein. Zum Messer, weshalb ich gerade gestorben bin. Nein. Was denn? Wer ist denn so peinlich? Ich treffe nicht. Ist viel peinlicher. Nein, keine Munition mehr! Das kann doch nicht wahr sein! Sehr interessantes Level, ihr findet sich auch hören. Jo. Hatte ich nicht irgendwie mal eine Sniper? Es ist nicht zu übersehen, dass die Crimson Raiders, die ihr bekämpft, brachiale Feuerkraft haben. Wenn ihr eine Chance gegen sie haben wollt, werdet ihr euer Arsenal aufstocken müssen. Ihr könntet eure Männer mit hochwertigen Waffen. Der nächste. Ich komm von hinten! Ich komm von hinten! Das war's. Danach machen wir mal eine Truhenrunde, oder? Ja. Jetzt haben wir volles Griff ins Klo hier gerade. Hilfe? Ich bin gerade unterwegs. Wow! Wer ist gekillt? Nee, den kleinen Bagger, den er da seinen Kumpel hat gekillt. Ja, es ist gerade kein spannendes Thema da, wa? Hochkonzentriert, sag ich nur. Wollte gerade sagen, das ist jetzt gerade. Ziemlich unpassend. So, wo ist der kleine Muschi-Schwanzlecker? Fotzenlecker! Fotzenlecker, die da! Jetzt schon wieder. Ich komme einfach um die Ecke, ziel drauf, ein Schuss, bumm, tot. What? Ja, ist ja logisch, ne? Ja, Siki! Oh Mann. Hüsse. Dustin, ich glaube, die Uhr sagt Mu. Echt? Bin mir auch nicht ganz sicher. Ich hab nicht aufgepasst. Na, keine Ahnung. Wenn. Ja, jetzt guck hin, ist es wirklich so, oder? Ja, ich weiß gar nicht, wann haben wir angefangen.
Was sehe ich denn? Wie, du weißt nicht, ja, dann machen wir halt noch 5 Minuten. Passt schon. Jetzt kommt deine Lieblingsstelle, bei mir ist ja jetzt diesmal kein Wasser. Ah, Physikswasser. Ja, bei mir ist ja gar nichts, ey. Findest du nicht, dass Pandora ohne diesen Abschaum besser dran wäre? Mehr will ich gar nicht, nur an diesem Planeten säubern. Das heißt, dass die Banditen die nicht töten mussten. Diese Bloodshots oder diese Crimson Raiders Idioten in Sanctuary. Dann mache ich das nur zu gern. Also er will alles töten. Wir wissen, dass Hyperion sie öffnen will, aber nicht so. Wenn du Roland rettest, haben wir vielleicht eine Chance, Jack aufzuhalten. Julian, wir werden jetzt volles Pfund aufs Maul bekommen. Ja. Wie sieht es mit dem Part aus? Ich glaube, bevor wir da jetzt reinstürmen, das könnte ein bisschen dauern, beenden wir diesen Part. Ich glaube so. Und gucken nach, was meine Freundin geschrieben hat. Nicht, dass sie da vor der Tür steht und sagt, soll ich heute bei dir schlafen? Boah, weiß nicht. Also deswegen ist der Moment, wo ich dann pünktlich aus dem Bett komme, ne? Ja. Bring dich dann morgen zur Arbeit. Ach genau, meine Mutter hat morgen das Auto mit. Sehr geil. Ja. Das heißt, dass Dieter hat keinen Meister. Das kann einfach nicht! Aber darüber reden wir im nächsten Part. Dann raste ich voll aus. Ich wollte auch gerade sagen. Bis zum nächsten Mal von One Piece. Wird nicht lustiger. Nee, schade.